So, die Reise geht ja weiter. Wir sind von Las Vegas circa eine Stunde gefahren, um diese National Park reinzukommen. Und erster Eindruck ist einfach beeindruckend, diese Felsen. Irgendwie sind die Häuser in Las Vegas auch in diesem Ton, also in dieser Farbe. Die da waren, haben bestimmt gesehen. Das ist der Valley State of Fire National Park. Wir haben $15 Eintritt gezahlt. Und auf jeden Fall sehenswert bis jetzt. Wir sind ja am Anfang. Es geht irgendwie, ja noch weiter. Irgendwie von Wind und Wetter geformt. Sehr, sehr glatte Felsen, aber die Farbe ist sehr, sehr interessant. Man könnte Mondlandschaft bezeichnen, oder? Mouse Path und schaut euch mal bitte diesen Sand an. Ganz, ganz fein. Die Natur ist das Größte und Schönste, was wir haben. Hier ist nicht ein Müllteilchen, wirklich. Hier seht ihr sogar, wenn sogar Graffiti oder irgendwas gemacht wird, muss man das reporten. Ich finde es gut, dass die Menschen hier mittlerweile alles schützen, schätzen und lieben. Also die Ruhe hier, das ist phänomenal. So, das ist, was ich sehen wollte. Jetzt geht's hier rein. Freunde, 350 Kilometer gefahren von Las Vegas. Grandiose Naturschauspiele. Also ich hätte nie gedacht, dass USA wirklich so sauber ist. Weil wenn ihr in Los Angeles, Santa Monica und so weiter seid, Venice Beach Bereich, dann sagt ihr, naja, aber jetzt von Las Vegas bis hierher, wir sind Utah, oder? Bei welchem Nationalpark ist das jetzt? Zion National Park. Zion National Park. Und bis hierher, Freunde, was wir gesehen haben, also man konnte eigentlich alle 3 Minuten anhalten und sagen, was ist das bitte? Die Natur ist so gigantisch. Gehen wir mal ein bisschen darüber. Aber auch die Menschen haben sich in die Natur so eingesiedelt, wo ich gesagt habe, Wahnsinn, was das eigentlich für ein wertvolles
miteinander ist, mit der Natur. Schaut euch mal diese Felsen an. Besondere Orte und Luxus hat seinen Preis. Hier ist alles so rustikal, dass wir gesagt haben, okay, nehmen wir. Sorry, ich bin an die Schranke gekommen. Schaut euch mal die Betten und so weiter an, Freunde. Und drei Stellen haben wir gefragt. Es waren wirklich hohe Summen, was ich in der Stadt fast für ein Suite bezahlt hätte, oder? Was sagst du dazu? Aber das reicht für uns. Was ich dazu sagen wollte noch, ist nicht diese Preise oder das Zimmer und so weiter. Mich hat es halt einfach so fasziniert, wie sauber und wie beschützt und geschützt die Natur hier ist. Und diese Felsenformation von Las Vegas bis hierher, und es geht ja weiter morgen. Es ist eine phänomenale Landschaft hier. Wer noch nicht hier war, viele weiß ich, dass ihr da seid, da wart's. Aber mit Wohnmobil oder auch mit einem PKW, vielleicht dann machen, wenn ihr fit seid. Also es ist sehr, sehr heiß. Ich bin teilweise gar nicht aus dem Auto ausgestiegen und Jenny ist rumgelaufen. Also wer zu Fuß gut ist und ein bisschen Wanderungen mag und die Natur schätzt, ist hier zu 100% richtig. Und jetzt lege ich mich ein bisschen hin, schlafe. Ich glaube, wir haben immer noch Jetlag, ich zumindest, weil ich seit 2 Tagen Kopfschmerzen habe. Vielleicht morgen oder übermorgen geht es mir wieder besser. Ansonsten USA bis jetzt 3 Tage zu 100% mich überrascht. Eigentlich war ich nicht der Typ, der für USA ist, aber es gibt Regionen in den USA, die mit Politik und auch mit dem, was wir in Europa oder Asien mitbekommen, nichts zu tun hat. Bis dann, Freunde.